Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Let's Play GTA Online. Und ja, mal gucken, ob wir das diesmal hier, das ist ein Level 49er, ob das vielleicht mit dem klappt. Ich kann es nicht beurteilen, wieso ist da diese Musik? Scheiße, diesmal muss ich wirklich hier lang. Ja, es sieht gut aus hier. Oh ja, stimmt. Nein, wenn sie schon nicht. Naja. Besser kann ich nicht langfahren. Ja. Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Ich fahr lieber woanders lang. Ich weiß ja nicht, wo ich lang fahren soll. Fahr ich hier lang. Ist vielleicht nicht so viel länger. Okay. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist weniger Polizei als vorher. Okay. Upsala. Denn? Hä? Ach, komm schon. Leute, wirklich? Klappt schon irgendwann mal gleich. Ist ja kein Problem. Wir zeigen hier jetzt diesen Autodiebstahl eine halbe Stunde. Kinder, so macht man das. Vielleicht sollten wir einfach mal die Wagen wechseln. Naja. Eigentlich 3,5 Kilometer ist nicht so das brutal viele. Ich habe mir ja hier die beste Straße ausgesucht. Die gibt es ja auch so wirklich, so wie sie hier ist, quasi. Ja, ich weiß, dass wir Big Mac. Nein! Alter, das ist doch zu hart. Hart. Ich will damit fliegen können. Mit dem Ding Rip Azza eingeben. So, also nachdem ich den Wagen genommen habe, wurde ich geschnappt. Das ist vielleicht nicht so gut.
Jetzt folge ich ihm mal. Jo. Ich weiß, der ja diesmal besser beschützt. Alter. Alter. Sag mal, willst du mich verarschen? So. Ja, ich weiß, dass wir in Trouble sind. Trouble in Terrorist Town. Ja, ich weiß. Musst du mir nicht zum tausendsten Mal sagen. Ich finde, man sollte diese Dialoge, man konnte das doch früher mal ausstellen, glaube ich. Cancelled in the Cockemon! Alter. Alter, der Verkehr ist heute mal ein bisschen, Oh oh. Nicht gut, nicht gut. Ist das der da hinten? Ja. Auf der Autobahn haben wir nur ein Problem, wenn da die Polizei entgegenkommt. Dann haben wir echte Probleme. Dann haben die uns an den Eiern. Oh shit. So, hier runter. Das war echt eng. Ja. Oh, jetzt schreibt er gerade oder ist im Menü oder so. Ah, das war gerade mega eng. Stimmt hier. Hier könnten wir vielleicht die Hoffnung haben, dass hier keiner lang fährt. Oh oh. Nein! Alter, diese Mission wird nie klappen. Sag ich dir. Nie. Nie, 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 nie. Das ist hoffnungslos. Kann doch nicht sein. Da will ich aber satt Geld für haben dann. So, diesmal splitte ich mich mal auf. Es ist 3,5 Kilometer, das sollte man doch schaffen. Und ich fahre durch die Stadt, also nicht durch irgendwas, wo ich keine hier Seitenstraßen habe. Was ist denn das wieder? Klar, bleibe ich mit diesem Auto eigentlich immer an allen Autos kleben. Was Unfälle betrifft. Kann doch gar nicht sein.
Oh oh. Jetzt wird's eng. Und links. Weißt du, vor allem dieses Teamleben bringt einfach mal gar nichts. Warum sollte jemand sterben hier? Mit Teamleben sollten die eher meinen, dass man einmal erwischt werden darf. Finde ich. Und dann halt für die härtere Schwierigkeit, dass man kein einziges Mal erwischt werden darf und so weiter, ne? Verstehe ich schon. Ja, ich weiß doch auch, dass das hier nicht richtig ist. Aber das ist mir so eng. So, jetzt Brücke, kein Ausweg. So, hier ist auch schon weniger Polizei, glaube ich. Hoffe ich. Juhu! Wie sieht das Ding? Ach du Scheiße! Sieht das? Ach du Kacke! Ach du Scheiße! Vor allem mit diesem Kopf! Ist das pottenhässlich! Um Gottes Willen. Huch! Und was passiert jetzt noch? Ja, ich hoffe mal. Dass die auch nett zu uns sind. Nur minimale Kratzer. I'll tag you in a snapmatic shut in Seoul. We have the whips there in like 2 weeks. Hey man, shit! The ballers found out about the sale. Uh-oh. They gonna boost the rides. Hey, something's wrong. Uh-oh. Nicht gut. Ja. Ja. Versuch es doch. Wo ist der letzte? Ach, da auch noch. Alter. Weißt du, die Mission war ja noch nicht schwer genug. Wo kommen die jetzt? Ach, von da oben. Oh oh. Leute, warum wir mit Ballers? Wow! Waren das alle? Oh Mann. Like I said, guys, not a big deal, right? Berner's gonna be so pleased with this. You guys did a great job. Man, get the fuck out of here with that bullshit. Y'all fucked up. Berner's gonna be pissed. Fuck. Look, man. Look. Okay, I'm sure. You tried, and you failed miserably as fuck. But like a wise boss that I am, I forgive your bitch ass. The fuck out of here, man. Thank you for trying, man. I'll holler at you later, man. I'm about to go get some trees in. Weißt du, lassen uns hier fast tot schießen und dann sagt er, wir sind schuld. Ja, nie ist klar. Wo sind wir denn gelandet?
Aber wenigstens haben wir es geschafft, würde ich sagen. Ist ja immer ein etwas, ne? Also der Messer hat gar nichts. Ladebildschirme. Simulator 2015. Sage ich jetzt mal dazu, ne? Das ist, oh, gleich kommt ein Zug. Ich sehe ihn schon. Das ist die Flex. Schleichwerbung. Erstmal Geld einzahlen. So. Wie viel fehlt jetzt noch? Miljet, 1,7 Millionen, also 1 Million fehlt noch. Das ist ja nix. Ein paar Minuten könnte ich jetzt noch füllen mit der Folge, aber... Nee. Jo. Masken, alles. Was ist das denn für ein Wagen-Taxi? Huch, sorry. Der hat mir den Kratzer gemacht, nicht ich ihm. Ja. Ganz eindeutig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist hier runter, aber da war ne falsch rum. Lamar ruft mich an. Hey, they get you, my nigga? Cough twice if it's one time on the line. No? Well, they got Gerald. Man, he's locked up, man. They about to airlift him to a secure facility. All because of that thing we did for Vernon. So you're gonna have to go on over to Strawberry, man. We're gonna have to boost a homie before he flies. Or Vernon flies off the handle. Na wunderbar. Das wird ja was. Immer ein toller Effekt. Huch. Da konnte ich nichts für. Gibt es neue Waffen, die ich kaufen kann? Eine Sturmschrotflinte. Ja. Hier habe ich ja alles. Ist das eine Tech 9? Eine Reinfeuerpistole. Ist glaube ich eine Tech 9. Ja, das haben wir ja alles, ne? Muskete. Das wollte ich nicht. Gibt nur noch wenige Sachen, die mir fehlen. Panzerfaust, Granatwerfer, Minigun, Gefechts-MG, sowas. Schwere Scharfschützengewehr. Warum ich ein Sturmgewehr noch nicht habe, weiß ich nicht. AP-Pistole? Bei irgendeiner fehlte mir doch noch ein Aufsatz, glaube ich. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich meine ja. Nicht? Scheinbar nicht. Präzisionsgewehr ist auch voll ausgestattet. Der Lenkraketenwerfer ist auch.
Einsatz-PDW könnte ich jetzt noch verbessern. Kostet dann auch wieder 40.000, ne? Ist so ein Problem. Hä? Warum ist das Zielfernrohr weg? Das brauche ich für diese Waffe. Warte mal, ist das eine Machete? Okay, die will ich haben. You won't regret it. Auch wenn das natürlich Geld kostet. Muskete. Ich finde das so bescheuert mit der Muskete, ne? Weißt du? Vor allem dieses einzelnen Schüsse nachladen. Aber, was machen wir hier schon? Wir gehen in die nächste Folge. Bis dahin und tschüss.